Hallo und herzlich willkommen bei Cupitamus. Mein Name ist Yannick und ich sitze hier wieder mit André. Hallo André. Guten Abend, Yannick. Ja, es freut uns wieder zurück zu sein. Wir sind in der Machtreihe und hatten die vorletzte Folge. Wir hatten noch eine Spezialfolge dazwischen geschoben, Rückblick zur Wahl. Und die Folge davor, falls ihr euch erinnert, hatten wir die Machtreihe eröffnet und hatten Grundlagen gelegt mit der Machtbasentheorie und hatten dann uns auf Macht durch Legitimation, also es ging um Politik, auch haben wir uns verstärkt angeschaut in der Diskussion. Und heute wollen wir zurückkommen und das ist eine Machtreihe. Und ihr ahnt es schon, natürlich hat es jetzt einen anderen Schwerpunkt. Heute geht es um Macht und Menschen. Und André, ich glaube, wir haben ein Jubiläum wieder mal. Ja, richtig. In den ersten Folgen, die wir gemacht haben, da ging es ja um den Klimawandel, Folge 2 und auch Folge 3, da ging es dann um Karl Marx. Da hatten wir ja angefangen, immer zum Intro so ein kleines Jubiläum vorzustellen. Und dieses Jahr haben wir mal wieder ein Jubiläum, beziehungsweise dieses Mal habe ich mal wieder ein zum Thema passendes Jubiläum gefunden, nämlich die Verfassung der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin vor 230 Jahren und ungefähr 5 Wochen, nämlich am 5. September 1791. Ihr merkt schon, 1791, kurz nach der Französischen Revolution, hat Olympe de Gouges, eine französische Vorreiterin des Feminismus, eine Revolutionärin, eine Frauenrechtlerin, diese Erklärung der Frauenrechte verfasst. Vorher wurden eben Frauen und weitere Minderheiten wie Juden, Schwarze aus den ersten Entwürfen der Menschenrechte eigentlich ausgeschlossen. Also auch hier sieht man wieder diese berühmten Menschenrechte der Französischen Revolution. Alle sprachen von Gleichheit und Brüderlichkeit. Ja, es ging eben nur um Brüderlichkeit und eigentlich waren es keine Menschenrechte, eigentlich waren es Männerrechte. Also die waren dann auch der neuen Verfassung unterstellt, aber Frauen waren weiterhin den Männern unterstellt. Und insbesondere das Wahlrecht für Frauen gab es damals einfach noch überhaupt nicht. Und Olympe de Gouges forderte dann eben in diesen Frauenrechten, in dieser Erklärung, die volle rechtliche, politische und soziale Gleichstellung der Frauen. Und das war auch die Grundlage für die spätere Einführung des Frauenwahlrechts in Europa und ist im Prinzip die erste universelle Erklärung von Menschenrechten mit einem allgemeingültigen Anspruch für Männer und Frauen. Sie schreibt in dieser Erklärung tatsächlich von Bürgerinnen und Bürgern. Wie kann sie das nur tun, dass sie wirklich beide Geschlechter anspricht? Jetzt habe ich das ein bisschen lustig formuliert, aber das Patriarchat, wir kommen später noch zu der Begrifflichkeit, empfand diese Einmischung wirklich als sehr, sehr problematisch, weshalb Olympe de Gouges im November 1793 auf dem Place de la Concorde durch die Guillotine hingerichtet wurde. Uiui. Also, ja, die Anfänge des Feminismus waren eben sehr, 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 sehr schwierig. Im Nachhinein wird dann diese Phase der französischen Aufklärung auch so ein bisschen als Frühphase des Feminismus bezeichnet. Feminismus kann man grob so in 3 Phasen einteilen. Und das war aber noch nicht eine der 3 Hauptphasen, sondern so eine vorangestellte Phase. Ihr merkt schon, worum es heute gehen soll. Es soll um Feminismus gehen. Es soll um das Machtgefüge gehen zwischen Mann und Frau, welches bereits seit Jahrtausenden existiert. Wir verweisen da auch gerne nochmal auf die Doppelfolge 4. Da hatten wir uns ein bisschen unsere Elternzeit zum Anlass genommen, um schon mal ein bisschen zu sprechen über den Androzentrismus, über die Diskriminierung von Frauen in Philosophie und Wirtschaft. Und dieses Machtgefüge existiert schon lange. Es hat eben auch Gewalt zur Folge bis hin zum Tod von Frauen, bis hin zu Femiziden, da kommen wir dann später auch noch dazu. Und es durchdringt einfach unseren gesamten Alltag. Also es geht um Feminismus als Wissenschaft, die sich mit dem Zusammenspiel aus Macht, Geschlecht und Identität beschäftigt. Olympe de Gouges werden wir auch zum Ende der 3. Folge nochmal hören. Ihr habt gerade schon gehört, es wird halt heute wieder eine 3er-Folge. Wir haben uns wieder viel, viel vorgenommen. Am Anfang, jetzt in der 1. Folge, widmen wir uns erkenntnistheoretischen Gedanken von Unterschieden und der Kraft der Unterscheidung generell. Danach stellen wir die Dekonstruktion von Derrida vor und nutzen diese Technik dann für die Dekonstruktion biologischer Geschlechter, so wie es Judith Butler getan hat. In der 2. Folge dann werde ich das Machtsystem des Sexismus ein bisschen näher erklären. Ich werde viele Grundbegriffe nochmal so ein bisschen ausführen, was Androzentrismus heißt, was Patriarchat heißt, was Chauvinismus bedeutet, wo der Unterschied liegt zum Sexismus. Und wir werden auch so ein bisschen versuchen, Ursprünge des Sexismus zu argumentieren. Warum haben sich eigentlich die Männer von Anfang an herausgenommen, dass sie Macht über Frauen ausüben sollen? In der 3. Folge dann, die wird dann wieder ein bisschen
lockerer und ein bisschen weniger theoretisch. Wir werden wirklich von der ersten Folge, da bleibt es noch sehr, sehr abstrakt und erkenntnistheoretisch, werden wir immer weiter vorgehen und werden am Ende sehr, sehr praktisch und alltäglich. In der dritten Folge hangeln wir uns dann an den Machtbasen entlang und werden euch zeigen, in der Wissenskategorie, in der juristischen Kategorie, in der politischen Kategorie, aber auch in der Gewaltkategorie, wo Frauen konkret heutzutage noch im Alltag diskriminiert werden. Femizide spielen dann auch wieder eine Rolle. Und da werden wir dann ein bisschen mehr greifbarere Alltagssituationen dann auch darstellen, euch wieder ein paar Zahlen liefern, um euch das Thema dann noch so ein bisschen rund abzuschließen und auch noch mal so ein bisschen die Notwendigkeit der Theoriefolgen zu erklären. Also wir starten sehr, sehr technisch und theoretisch und werden dann im Laufe der Dreierfolge immer praktisch anwendbarer. Ja, wir starten theoretisch. Janik, woher kommen denn Unterschiede überhaupt? Wir gehen mal ganz zum Ursprung der Erkenntnistheorie. Woher kommen Unterschiede? Warum braucht der Mensch auch Unterschiede? Genau, da starten wir eigentlich sehr stark in die Theorie rein. Man nennt das Erkenntnistheorie das Feld. Man kann jetzt da an verschiedenen Punkten starten. Wir hatten ja aber auch schon mal den Immanuel Kant. Deswegen können wir auch mit dem Immanuel Kant starten. Der hat ja in seiner Kritik der reinen Vernunft auch erkenntnistheoretische Grundlagen drin. Und im Prinzip geht es da um Logik. Und da kann man jetzt als erstes mal die Begriffe wahr und falsch einführen. Das sind Begriffe der Logik. Und dann gibt es so Operatoren, nennt man das, so was wie und oder. Also man kann quasi Aussagen verknüpfen. Und diese Operatoren und die Logik an sich lassen Erkenntnisse a priori zu. A priori bedeutet vor einer konkreten Erfahrung. Das heißt, die Logik ist eine Art Denkwerkzeug, wo ich losgelöst von meiner Erfahrungswelt, von meiner Wahrnehmung Erkenntnisse generieren kann für mich. Das ist so ein bisschen die Idee. Und a posteriori ist dann der Begriff nach der Erfahrung. Also das sind vor allem Dinge, wo ich eine Erfahrung brauche, um sie überhaupt verstehen zu können. Jetzt könnte man ja sagen, nehmen wir mal die berühmte Herdplatte. Ein Kind muss auf die Herdplatte drauffassen, um überhaupt mal verstehen zu können, was zu heiß ist. Das ist quasi a posteriori. Es macht eine Erfahrung und hat daraufhin eine Erkenntnis. Und kann das aber auch abstrahieren. Danach, wenn ich dem Kind sage, Vorsicht, zu heiß, hat es verstanden, was zu heiß ist und weiß, kann abstrahieren, ah, okay, das sollte ich jetzt nicht tun. Jetzt könnte man sagen, ja, was ist denn jetzt mit den Wissenschaftsprinzipien? Ich könnte ja aus der Physik lernen, dass eine Herdplatte zu heiß ist für die Haut. Und das könnte ich ja abstrakt lernen und dadurch die Erkenntnis quasi haben, ich sollte nicht drauffassen. Das ist fair, das argumentiert Kant auch, aber all unsere wissenschaftlichen Prinzipien sind ja basierend auf Erfahrung. Das ist unser Wissenschaftsprinzip. Wir machen Beobachtungen, Versuche und darauf abstrahieren wir dann eine Regel. Also zum Beispiel Gravitationsregel ist auch eine Erfahrungsregel. Selbst wenn ich das noch nie gesehen habe und lerne und die Regel glaube, basiert die Regel auf einer Erfahrung von einem Menschen, der es formuliert hat. Das heißt, alle Erkenntnisse, Wissenschaftserkenntnisse sind auch basierend auf Erfahrungen. Ihr merkt das schon, das hat dann Kant auch gesagt. Da gibt es so einen ganz berühmten Satz von ihm, da sagt er, Ideen ohne Inhalte sind leer und Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Damit meint er, dass unsere ganze Logik, unsere ganze Gedankenwelt eigentlich Wahrnehmung braucht, also Inhalt von der Welt. Also wir brauchen quasi unsere Erfahrung. Aber wenn ich nur Erfahrung hätte ohne die Logik, würde ich sie sozusagen nicht ordnen können. Ich könnte keine Kategorien, keine Begriffe bilden und könnte sozusagen dann eben in der neuen Situation nicht meine Erfahrung anwenden. Das heißt, meine ganze Logik, meine ganze Gedankenwelt ordnet eigentlich meine Erfahrung. Und daraufhin kann ich Erkenntnisse generieren und eben auch Sachen antizipieren. Das ist eigentlich so die ganz grundlegende Eigenschaft, weshalb wir da in dieser Erkenntnistheorie den Verstand eigentlich in so eine Wahrnehmungskomponente und so eine Logikkomponente teilen. Und da kommen jetzt diese Begriffe vor. Das so mal ganz grundlegend von den Worten her. Und jetzt ist das, weil wir das ja automatisch benutzen. Logik ist nichts sozusagen Kompliziertes, sondern Logik ist total intuitiv. Das ist genau das, was wir die ganze Zeit tun. Deswegen ist uns auch vollkommen klar, wenn wir sagen, eine Aussage ist wahr, also heute regnet es und ich behaupte, das ist jetzt wahr, dann ist uns auch klar, dass es nicht wahr sein könnte. Und nicht wahr bedeutet, also jeder Begriff, der Begriff wahr, braucht sozusagen die Komponente, dass es auch nicht wahr sein könnte. Wir nennen das Negation. Also ein Begriff hat immer eine Negation und der Begriff und seine Negation.
Das ist nicht wahr. Das macht etwas logisch vollständig. Das ist eine logisch vollständige Menge. Wir können jetzt nicht wahr umbenennen in falsch und deswegen kennen wir die Kategorien wahr und falsch. Wichtig ist nur, dass falsch die Wortbedeutung nicht wahr hat, also die Negation von wahr ist, und das ist jedem klar und deswegen kennen wir diese Kategorien wahr und falsch. Es gibt noch ganz andere mächtige polare oder binäre Begriffspaare, die wir so kennen, die uns ganz intuitiv drin sind. Gut und Böse zum Beispiel. Oder Gott und Teufel, das ist ja an Gut und Böse geheftet. Da sieht man schon, dass diese Begriffe und die logische Vollständigkeit dazu eben sehr intuitiv ist und sehr einfach. Und deswegen sind sie auch so mächtig, weil sie nämlich total eingänglich sind, intuitiv und jeder sie begreift. Ich brauche sozusagen zwischen Gut und Böse zu urteilen eigentlich nur eine Logikoperation. Ich muss halt entweder behaupten, es ist gut oder es ist böse und das verstehe ich gut. Das nennt man binär. Wir haben dann später noch so andere Begriffe, aber zweipolig oder polar, man könnte es auch polar nennen. Man kennt vielleicht auch das Wort polarisieren. Wenn man Dinge nicht differenziert betrachtet, polarisiert man, dann ist man in dieser einfachen Welt unterwegs. Genau. Und im Prinzip ist es so in unserer Erkenntnistheorie, dass jeder Begriff, den wir haben, immer eine Negation hat. Manchmal heißt sie anders. Also bei wahr gibt es die Negation nicht wahr, nennen wir falsch. Und deswegen ist unsere ganze Welt eigentlich in diesem Begriff und Negation, also in dieser Logikwelt aufgebaut. Jetzt könnte man sich das so vorstellen, warum ist das überhaupt so? Also warum, oder nochmal vielleicht anders, diese beiden Sachen, der Begriff und seine Negation nennen wir Unterscheidung. Also ich bilde eine Unterscheidung, indem ich eine Logikoperation ausführe. Ich führe einen Begriff ein und dort gibt es eine Negation. Das nennen wir eine Unterscheidung. Also wenn ich jetzt eine Unterscheidung treffe. Und jetzt ist die Frage, warum treffen wir so viele Unterscheidungen? Und der Grund ist, eine Unterscheidung löst eine Trivialität auf. Also indem ich einen Begriff schöpfe und auch weiß, dass er wahr oder falsch sein könnte, gibt es sozusagen eine Situation, in dem ein Urteil notwendig wird, ein Denkurteil. Ich würde das gern mal, um es ein bisschen fassbarer zu machen, an einem Beispiel für euch irgendwie so ein bisschen so ein Gedankenexperiment illustrieren. Also stellt euch einfach mal vor, ihr schaut auf einen weißen Bildschirm. Und jeder weiß, der Bildschirm besteht aus Pixeln, aber jetzt sind alle Pixel weiß. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich die Aussage, wenn jetzt einer schreit, seht her, alle Pixel sind weiß, dann fühlt sich diese Aussage irgendwie relativ trivial an. Wahrscheinlich würde man sie auch so nie treffen. Man würde wahrscheinlich sagen, der Bildschirm ist weiß, weil es ist völlig egal, ob der Bildschirm aus Pixeln besteht, weil es ist nun mal einfach alles weiß. So, deswegen würde man die Unterscheidung zwischen es gibt Pixel, also der Bildschirm besteht aus Pixel, würde man nicht treffen. Jetzt ist es aber so, stellt euch mal vor, ein Pixel ist schwarz. Also es gibt nur einen schwarzen Pixel auf diesem Bildschirm. Dann würde wahrscheinlich jemand sagen, seht her, dort ist ein schwarzer Pixel. Also offensichtlich sticht einem sozusagen der schwarze Pixel sticht jetzt ins Auge und es fühlt sich so an, als ob das was Relevantes ist. Das fühlt sich auch relevanter aus, diese Aussage. Seht her, da ist ein schwarzer Pixel. Und das liegt daran, dass es eine Trivialität auflöst. Nämlich jetzt würde eure Fantasie sich befeuern und sagen, Moment mal, der Bildschirm besteht offensichtlich aus Pixeln und offensichtlich können die schwarz oder weiß sein und jetzt könnte ich mir quasi vorstellen, und das kann jetzt quasi die Logik, es kann jetzt mit den Möglichkeiten spielen, ah, die anderen Pixel könnten auch schwarz und weiß sein und damit wird klar, also ich könnte Bilder projizieren auf dem Bildschirm und so weiter. Und dadurch verändert sich die gesamte Wahrnehmung. Und das ist auch das, was Kant meint. Also ich bekomme quasi eine Wahrnehmungserweiterung durch meine Trivialitätsauflösung. Ich habe jetzt quasi einen schwarzen Pixel wahrgenommen, schöpfe den Begriff des Pixels, des Wortes schwarz und weiß und kann dadurch eine Unterscheidung treffen und dadurch aber auch die Möglichkeiten um meinen Verstand befeuern und jetzt wirklich auch weiterdenken. So, und deswegen löst jetzt eine Unterscheidung zwischen schwarz und weiß oder Pixel, also schwarzer Pixel, weißer Pixel, löst eine Trivialität auf, nämlich dass alles weiß ist. Die Welt ist gar nicht weiß, die ist schwarz und weiß. So, und das ist so die ganze Grundlage, warum eigentlich Unterscheidungen so wichtig sind. Also sie sind erkenntnistheoretisch total wichtig, um Dinge einfach zu erkennen und weshalb wir sie auch ungern aufgeben, wenn wir sie mal haben. Also kennt man vielleicht, wenn man mal was von was überzeugt ist, dann hat man das ja schon oft eingesetzt, auch um Erkenntnisse zu generieren. Und man hält lange daran fest. Ja, und das ist so ein bisschen die Grundlage, wo man sehen kann, okay, puh, eine Unterscheidung ist ganz schön wichtig zu treffen, ist aber auch ganz schön schwierig,
Weil ich hatte ja gesagt, sie könnten mächtig sein. Also gut und böse sind mächtige Kategorien in unserer Welt, die Folgen für viele Leute haben können, wenn man sie zuweist. Und wenn man jetzt das Wort Unterscheidung behält, ja, und sagt, okay, es gibt also Begriffe und irgendwie sind diese Begriffe, haben die auch oft eine Wertigkeit. Also ganz oft ist es so, den Begriff, den ich schöpfe, also ich sage mal Leben und Nichtleben. Leben ist der Begriff, Nichtleben ist die Negation. Nichtleben nenne ich jetzt Tod, nenne ich um. Aber jeder weiß, der Tod ist nicht das Nichtleben. Ja? Dann habe ich jetzt eine Unterscheidung getroffen zwischen Leben und Tod. Und irgendwie haben Leben und Tod eine andere Wertigkeit für uns. Was ganz natürlich ist, wir leben ja aktuell. Aber Unterscheidungen haben eben oft, ist es so, dass der Begriff der Geschöpfe der höherwertige Begriff gegenüber der Negation ist. Und das kann dann in Gesamtkonstrukten zu Problemen führen. Ja, André, und das führt uns im Prinzip von dieser Theorie, der Erkenntnistheorie, eigentlich zu einem Philosophen, Derrida, der dort eine Technik entwickelt hat, um dort nicht in Fallen zu laufen, die wir Dekonstruktion nennen. Und ja, wie geht denn das? Korrekt. Ein kurzer Einwand. Ich würde ein bisschen widersprechen bei deiner Aussage, dass die Wissenschaftsprinzipien immer auf Erfahrung beruhen. Es gibt ja sowas wie theoretische Physik, wo man sich wirklich mit schwarzen Löchern beschäftigt und mit der Ausstrahlung von schwarzen Löchern und mit einer Singularität, wo es das Maximum an Gravitation gibt. Ich glaube nicht, dass man sich das noch vorstellen kann. Oder dass da jemand mal die Erfahrung gemacht hat. Ich glaube, es gibt wirklich. Oder anderes Beispiel, Relativitätstheorie Einstein. Noch kein Mensch hat gespürt, dass die Zeit langsamer verrinnt, als so, wie wir es wahrnehmen. Und trotzdem existieren die Formeln und trotzdem würde das Weltall so nicht funktionieren, wenn es die Formeln nicht geben würde. Ja, ist ein fairer Punkt. Trotzdem versuchen wir es natürlich anhand dann von einer Beobachtung zu zeigen. Also stimmt, ja. Im Prinzip hatte ich das ja mit dem Bild auch schon so ein bisschen versucht herzuleiten. Du hast jetzt die Erfahrung, dass es einen schwarzen und weißen Pixel gibt und dann kann dein Verstand eigentlich noch mehr. Dadurch wirst du ja wieder angereizt zu erkennen, ah, jetzt müsste ich eigentlich noch mal andere Erfahrungen sammeln, um zu überlegen, ob das stimmt. Ich Ja, glaube, es man ist kann schon es. immer dieses Hin und Her sozusagen, Ja, ja. man kann es dann irgendwie doch wieder auf ein Gedankenexperiment vielleicht herunterbrechen und das Gedankenexperiment muss ja dann auch wieder auf etwas beruhen, was man schon mal gesehen oder irgendwo erfahren hat und dann kommt man doch wieder zu diesem a posteriori-artigen Wissen. Das stimmt Ja, so in schon. etwa in diesem Zusammenspiel. Also Kant hat schon auch gesagt, dass es a priori Erkenntnisse gibt. Mathematik hat er auch so gesehen. Ja, also das ist innerhalb der Erkenntnistheorie schon auch enthalten, dass du sozusagen gänzlich ohne Erfahrung Erkenntnisse haben kannst. Das ist auch seine Idee gewesen. Gut, Exkurs abgeschlossen zur Erkenntnistheorie. Eventuell machen wir dazu noch mal eine separate Folge. Das ist nämlich wirklich auch sehr, sehr spannend. Ja, jetzt hattest ja du schon einige Beispiele genannt und erstmal auch von diesem Grundgegensatzpaar bist du ja ausgegangen, gut und böse. Dazu kann man ja jetzt relativ viel assoziieren. Zum Beispiel eben, wie du es auch schon gemacht hast, Leben und Tod, Tag und Nacht. Man kann aber auch Mann und Frau dazu assoziieren, denn jahrhundertelang hat man eigentlich nicht gesprochen von Mann und Frau, sondern von Mann und Nicht-Mann. Es gab eben nur die Begrifflichkeit Mann, diese Entität Mann, die war mit der höchsten Wertigkeit belegt und alles, was nicht Mann war, ob das jetzt Frau war oder ob das auch Homosexuelle waren, die waren dann eben nicht Mann und dementsprechend hatten diese ganzen anderen Personen eine geringere Wertigkeit. Und wenn Genau, wir weil sie keinen jetzt eigenen Begriff haben, was wir auch heute noch in der Sprache auch sehen teilweise. Das ist ja quasi auch das, was wir mit dem Gendern der Sprache versuchen, dann eben aufzulösen, weil gewisse Begriffe, bevor es Angela Merkel gab, gab es nur den Bundeskanzler als Begriff. Da wurde dann, weiß ich noch, im Fernsehen die Bundeskanzlerin Wort des Jahres. Ja, Nein, wirklich? ich glaube ja. Das kann, Wahnsinn. also meine ich, mich dran zu erinnern. Also da quasi. Das liegt, kann man in der Sprache ja immer noch sehen, genau das, was du sagst. Es gibt den Begriff des Mannes und dann gibt es die Nichtmänner und die haben wir dann umgenannt in Frau quasi und deswegen gab es noch gar keine anderen mehr.
Ja, Richtig. das. Und wir bleiben eben auch bei dieser sprachphilosophischen, sprachwissenschaftlichen Betrachtung. Also die Tatsache ist einfach, wenn wir über dieses Machtgefüge von Mann über Frau sprechen, müssen wir ja auch die Begriffe selber verwenden. Wir müssen ja von Mann und Frau reden, um überhaupt diese Machtgefüge darzustellen. Und genau da setzt jetzt Jacques Derrida an, bei diesen Gegensatzpaaren. Jacques Derrida, ganz kurz geboren 1930, gestorben 2004, ist also vor 17 Jahren gestorben, also wieder ein relativ aktueller Philosoph des 20. Jahrhunderts, ein Franzose, wie man dem Namen nach auch schon sich denken konnte, nach Olympe de Gouges unsere zweite französische Person heute. Jacques Derrida war ein Poststrukturalist. Das bedeutet, die Sprache ist für die Poststrukturalisten nicht nur eine Abbildung der Realität, sondern Sprache erzeugt auch Realität mittels Kategorisierungen anhand von Unterschieden. Und da haben wir nämlich genau wieder diesen entscheidenden Punkt. Die Sprache kann Realität erzeugen auf Basis von Unterscheidungen. Und weil das eben sprachlich so konstituiert wird. Jacques Derrida eben Hauptvertreter der Dekonstruktion. Und wenn wir jetzt von Dekonstruktion reden und wir nehmen uns mal das Gegensatzpaar raus. Also man beginnt bei der Dekonstruktion immer mit einem Gegensatzpaar. Wir nehmen eben Mann und Frau beziehungsweise Mann und Nichtmann. Das heißt, wir müssen diese Begriffe nutzen und es gibt keinen neutralen Ort. Immer wenn man ein Gegensatzpaar verwendet, gibt es einfach automatisch eine hierarchische Subordination. Das heißt, wie du eben auch schon gesagt hast, ein Begriff ist dann etwas negativer besetzt und ein Begriff ist etwas positiver konnotiert. Und direkt bei der Verwendung von Mann und Frau reiht man sich in diese Anschauung der binären Geschlechterdifferenz ein. Deshalb ist der erste Beginn, diese Begrifflichkeiten zu dekonstruieren. Dekonstruktion wurde dann von Derrida eingeführt. Er hat sich so ein bisschen an Heideggers Formulierungen angeknüpft. Und Dekonstruktion betont das produktive Durch- und Abarbeiten überlieferter Denk- und Begriffsschemata. Es geht also um die Analyse von Zeichen, Begriffen und deren Sinn oder Bedeutung. Entscheidend dabei ist die Strategie der Neueinschreibung. Ich zitiere kurz Derrida: Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Begriffe zu verwerfen. Und wir haben im Übrigen auch nicht die Mittel dazu. Zweifellos muss man sie selbst verändern, verschieben, sie gegen ihre Voraussetzungen ausspielen, sie in andere Ketten neu einschreiben und nach das Arbeitsgebiet umgestalten, um auf diese Weise neue Konfigurationen zu erzeugen. Ihr merkt schon, Poststrukturalisten hatten auch einen sehr, sehr anstrengenden Schreibstil. Ich verweise da nur an Michel Foucault, ist kaum lesbar. Was Derrida hier sagen möchte, ist relativ einfach. Wenn wir die Begriffe Mann und Frau dekonstruieren, werden wir hinterher nicht die Begriffe auslöschen. Wir werden nicht hinterher sagen, die Begriffe Mann und Frau gibt es nicht mehr, sondern wir werden ihnen eine andere Bedeutung beisetzen. Wir werden diese Begriffe in ihrer Bedeutung verschieben. Man verwendet dazu dann zwei Schritte. Der erste Schritt ist relativ einfach. Das ist die Destruktion. Das ist also erstmal das Erkennen der Gegensatzpaare. Die kritische Analyse, was ist das überhaupt für ein Gegensatzpaar, was steckt dahinter? Und dann eben die Zerlegung in die Bedeutungsschemata. Der zweite Punkt ist dann die Rekonstruktion, das heißt der Wiederaufbau und die Neueinschreibung dieser Begriffe. Also wir suchen uns das Gegensatzpaar Mann und Frau und schauen, okay, was hat das für eine Bedeutung? Das hat natürlich eine biologische Bedeutung, eine historische Bedeutung, eine politische Bedeutung, aber auch eine soziale, eine identitätsstiftende Bedeutung. Und dann analysieren wir, was könnte daran nicht so gut passen? Wo könnte dann dieses Machtgefüge herrühren? Und im zweiten Schritt, nachdem wir das entdeckt haben, können wir dann eben die Begriffe neu formulieren, beziehungsweise neu einschreiben und sie mit einer neuen Bedeutung versehen. Das Ziel dabei ist dann eben, wie Derrida auch gesagt hat, nicht nur die Auflösung der Binarität, sondern die Verschiebung des begrifflichen Systems, sodass der starre Gegensatz zwischen den Begriffen aufgeweicht wird. Ein guter Ansatzpunkt, um das noch ein bisschen besser zu verstehen, ist dann, indem einfach ein dritter Begriff eingeführt wird, der quasi eine Art Zwischenzustand einnimmt zwischen den beiden ursprünglichen Gegensatzpaaren. Jetzt klingt das alles sehr, sehr technisch und sehr, sehr theoretisch. Hast du dazu ein gutes Beispiel vorbereitet, Janik? Ja, im Prinzip können wir schon mal mit dem anfangen, wo wir herkommen, nämlich vom Leben und Tod schon mal gesprochen. Das ist ein Gegensatzpaar, das wir eingeführt haben, was sehr polar ist. Im Prinzip kann man jetzt, ohne jetzt die Komplettanalyse zu machen, kennen wir ja vielleicht auch alle die Religion.
die jetzt einen Begriff hat, nämlich das Leben nach dem Tod. Das ist das Konzept, was sozusagen die Bedeutung oder das Schlimme am Tod etwas verschiebt. Also wenn ich Leben und Tod habe, ist ja ganz klar, wenn ich das nur so sehe, ohne Religion, Leben ist viel besser als der Tod. Den Tod möchte ich am liebsten verdrängen. Jetzt kommt quasi die Religion und bietet ein neues Konzept an zum Tod, verschiebt quasi den Tod und sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, etwas Paradiesisches zum Beispiel, und führt dort sogar einen dritten Begriff ein, zum Beispiel das Geistige, also oder die Seele. Wir kennen die Seele oder der Geist, also die Seele lebt weiter zum Beispiel, auch wenn der Körper stirbt. Also der Körper ist tot, doch die Seele lebt weiter und dadurch bekommt der Tod sozusagen eine ganz neue Bedeutung. Er ist nicht nur negativ, destruktiv, sondern etwas Neues, Schönes passiert. Ich nehme jetzt mal eine christliche Erzählung. Ich steige auf quasi ins Paradies. Meine Seele kommt ins Paradies. Das wäre sozusagen eine, ja, Dekonstruktion dieser Pole und dieser Wertigkeit vor allem. Und das Geistliche wird dort eben eingeführt. Oder wir kennen das auch zu dem, was wir tun in der Philosophie, zum Beispiel, dass der Geist an sich, unsere Ideen können sozusagen unseren Tod überdauern. Also wir sprechen ja oft über Philosophen, die es schon nicht mehr leben, aber ihre Ideen sind überdauert. Das wäre, der Geist der Philosophen lebt sozusagen in uns weiter. Ja. Und damit würde ich quasi so ein bisschen auflösen, diese klare Polarisierung. Und man merkt, und ich, das ist, was auch die Rieder meinte, man weicht das sozusagen auf und lässt auch die Zwischenräume zu. Ein Beispiel von dem Begriff Dekonstruktion an sich. Der ist auch schon dekonstruiert, weil es gibt ja Konstruktion und Destruktion. Es wird ja dann quasi gemacht. Also Konstruktion ist der klar positive Begriff als die Destruktion, aber in der Technik der Dekonstruktion wird die Destruktion positiver, weil ich muss ja erst dekonstru also de alles zerschmettern, um dann besser wieder zu konstruieren, sozusagen von der Idee her. Und deswegen führt dann die Dekonstruktion als Zwischenbegriff, beides beinhaltet, macht es die Destruktion eben auch etwas positiver. Oder um es etwas alltagsfreundlicher zu formulieren, man macht erst einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte vorwärts zu machen. Und auch dieser Schritt zurück, der sonst ja eigentlich erstmal etwas Negatives ist, man geht rückwärts, man stagniert, bekommt dann aber auch eine positive Bedeutung, indem man durch diesen Schritt rückwärts wieder mehrere Schritte vorwärts machen kann. Genau, auch in der Philosophie übrigens ganz oft passiert. Das waren dann ganz oft philosophische Shifts, wo man dann quasi feste logische Unterscheidungen aufgebrochen hat, um dann quasi nochmal weiter voranzukommen. Genau, aber vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel, so ein bisschen aktueller, ne? Wir hatten politisch, vielleicht auch gerade aktuell, wir haben die Marktwirtschaft, das Wettbewerbsprinzip, Egoismus, jeder kämpft für sich, sage ich mal, versus sozialer Zusammenhalt. Also wir sind eine soziale Gruppe, jeder guckt nach dem anderen. Das ist ja ein scheinbarer Gegensatz. Und man hat dann aber die soziale Marktwirtschaft erfunden. Das ist eigentlich auch ein Beispiel, wo man sozusagen den Hybrid aus den Polen, das sozusagen ja dadurch den Kapitalismus, ob man jetzt gut oder schlecht findet, eben in der Wertigkeit verändert hat. Die soziale Marktwirtschaft hat eine andere Wertigkeit als ein hemmungsloser Kapitalismus, sag ich mal. Wobei ich da Ja. widersprechen würde, weil die ursprünglichen Gegensatzbegriffe in ihrer Wertigkeit relativ gleich bleiben. Also durch die Einführung der sozialen Marktwirtschaft ist der pure neoliberale Raubtierkapitalismus trotzdem immer noch in der Wertigkeit genauso schlecht. Ich weiß nicht, ob es auch so stimmt. Ich habe mir das so ein bisschen überlegt, aber eigentlich hattest du ja Kapitalismus versus Kommunismus. Ja. Und die soziale Marktwirtschaft ist ja dazwischen, So ein sozusagen. bisschen Na, da kommt, beides, genau. ja, deswegen dachte ich, passt das eigentlich so ein bisschen, ohne es jetzt komplett durchanalysiert zu haben. Es war eher so eine Assoziation vielleicht, aber ich finde eigentlich. Ähnliche Logik, aber ich glaube, es passt nicht ganz. Aber halb so schlimm, halb so schlimm. Warum hatte ich das gesagt? Einfach um den Bogen auch nochmal zu spannen, was gerade politisch passiert. Deswegen habe ich das gemacht, Ja. weil jetzt hast du ja aktuell das Problem, du willst Klimaschutz machen, aber auch Wachstum in der Wirtschaft. Und jetzt muss ja ein Narrativ gefunden werden, dass Klimaschutz versus Stärkung der Wirtschaft, Marktwirtschaft, ne, verbindet. Und FDP und Grüne. das Ganze Genau. unter der Berücksichtigung der sozialen Frage. Genau, da haben wir dann ja wieder diesen klassischen Gegensatz. Das ist ja generell schon immer der Gegensatz. Soziale Frage, Armutsbekämpfung gegen Wachstumsförderung. Genau, das ist dieses Gegensatzpaar, das meine ich eigentlich auch. Und das hat ja,
Annalena Baerbock auch immer gesagt, jetzt schon während der Wahl, wir wollen ein grünes Wachstum. Und das beteuern jetzt Genau. alles. Sie versuchen, dieses Narrativ zu finden. Sie versuchen eigentlich, das aufzuweichen, diesen Gegensatz, weil sie beides wollen, weil sie beides brauchen, um gewählt zu werden. Was womöglich schwerlich funktionieren wird. Ich glaube, wirklich das griffige Beispiel, wo man das wirklich auch in unseren Narrativen sehen kann, ist einfach das Leben und der Tod, wo das eben auch von dem Religionsnarrativ auch aufgegriffen wurde. Ne? Glaube ich auch, ja. Ja, Aber das wir ist. bleiben trotzdem in unserer roten Linie. Wir hatten ja jetzt gerade schon bei der Dekonstruktion auch schon mal den Unterschied zwischen Mann und Frau beschrieben. Beziehungsweise dieses Paar haben wir jetzt auch schon mal verwendet. Und das soll ja auch das Paar sein, das Gegensatzpaar, worum es sich bei unserer Folge handelt. Es geht ja weiterhin um dieses Machtgefüge zwischen Mann und Frau, beziehungsweise zwischen Mann und Nicht-Mann. Und nun haben wir euch die Dekonstruktion vorgestellt. Wie kann man das denn so ein bisschen auflösen? Oder anhand welcher Komponenten kann man das so ein bisschen auflösen? Und die nächste Person, die genau diese Dekonstruktion verwendet hat, ist Judith Butler. Judith Butler, geboren 1956 in Cleveland in Ohio, eine amerikanische Philosophin. Wir reden also ausnahmsweise mal wieder über eine noch lebende Philosophin aus einer jüdischen intellektuellen Familie stammend, hat sich schon mit 14 Werke von Spinoza und Locke gelesen, studiert erfolgreich Philosophie in Yale, schreibt Essays, sehr einflussreiche Bücher und hat heutzutage den Lehrstuhl für Rhetorik und Komparatistik an der University of California in Berkeley inne. Lehrstuhl für Komparatistik. Irgendeine Idee, was das ist? Nee, das ist jetzt auch nicht spontan, ja. Irgendwie nicht, nee, irgendwie vergleichende Wissenschaften oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Jedenfalls, ich zitiere am Anfang direkt eine Aussage von ihr, die ich in einem kleinen Überblickswerk ganz hinten gefunden habe. Da gibt es ein kleines Interview von ihr. Werde ich euch auch in die Shownotes schreiben, das Buch und auf welcher Seite ihr das findet, wenn ihr das unbedingt nachlesen wollt, wovon ich stark ausgehe. Wenn Menschen mich fragen, mit welchen Strategien hegemonialen Normen begegnet werden kann, vergessen sie meines Erachtens manchmal, dass der Punkt nicht einfach ist, neue Geschlechter zu produzieren, sondern eher eine lebbarere Welt für die Geschlechter zu gestalten, die es schon gibt, insbesondere für diejenigen, die durch ihre Nichtkonformität mit Geschlechteridealen lange Zeit gelitten haben. Das fand ich sehr, sehr schön als Einstieg für Judith Butler und das beschreibt auch so ein bisschen das, worum es uns hier mit dieser ganzen Dreierfolge geht. Also es geht gar nicht darum, dass irgendwelche neuen Geschlechter erfunden werden sollen. Es geht doch nicht darum, dass die Begriffe Mann und Frau destruktiv behandelt werden sollen, dass es sie hinterher gar nicht mehr gibt, sondern es geht einfach darum, dass es Identitäten, dass es Personen in unserer Gesellschaft gibt, die seit Jahrhunderten unter dieser binären Zweigeschlechtlichkeit leiden. Und der entscheidende Punkt ist nun, dass wir irgendwie versuchen müssen, auf theoretischer Basis, natürlich aber auch irgendwann politisch praktisch, diese Differenzen aufzulösen, um dieses Machtgefüge zu brechen. Und Judith Butler hat das so ein bisschen versucht. Wir haben ja über Geschlechter gesprochen und wir kommen sofort zu ihrem ersten Buchwerk. Also es ist nicht nur das erste Buchwerk von ihr, sondern wahrscheinlich auch das wichtigste. Es heißt Gender Trouble, erscheint 1990. Die deutsche Translation wird dann 1991 unter dem Titel Das Unbehagen der Geschlechter veröffentlicht. Kennt man vielleicht doch so vom Titel zumindest. Im ersten Kapitel geht es genau darum, was ich euch gleich erzählen möchte. Am Anfang wird Simone de Beauvoir zitiert. Die hatten wir auch schon mal ganz kurz in der vierten Doppelfolge. Und sie sagt, man wird nicht als Frau geboren. Man wird es. Wie nähern wir uns jetzt der Theorie von Judith Butler? Einerseits geht es um Gender, das steckt auch schon im Titel, und andererseits um die Dekonstruktion. Wir müssen erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Feminismustheorie bis weit in die 90er Jahre hinein hat eine klare Unterscheidung getroffen zwischen Sex und Gender. Es existiert leider für Gender kein wirklicher deutscher Gegenbegriff. Sex ist das biologische Geschlecht, das kennen wir alle aus der Schule. Gender ist im Prinzip eine zusätzliche psychologische, soziokulturelle Erklärung für die Geschlechtertrennung. Denn die Machthierarchie zwischen Mann und Frau ist unübersehbar und dieser Unterschied soziokulturell wird Gender genannt. Das ist quasi das soziale, identitätsstiftende Geschlecht.
Kurzes Beispiel, eine Person ist transsexuell, wird mit einem Penis geboren, fühlt sich aber als Frau, hat biologisch scheinbar das Geschlecht Mann, aber hat sozial, identitär das Geschlecht Frau. Das ist der Unterschied zwischen Sex und Gender. Im Deutschen ist beides einfach nur Geschlecht, deswegen müssen wir da Attribute davor heranstellen, um das irgendwie zu erklären. Also es geht dann dabei um das soziale Geschlecht oder die Geschlechtsidentität oder auch die Geschlechtsrolle. Das sind alles so ein bisschen identische Begriffe. Und das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender, zwischen biologischem Geschlecht und sozialer Geschlechtsrolle. Und dieses eigentliche Geschlecht, Gender, entsteht durch kulturelle Konventionen, durch Verhalten, durch Darstellungen in der Öffentlichkeit, durch Kleidung, durch Gesten, durch Sprache, durch Politik, durch Geschichte, durch das, was wir tun. Deswegen spricht man auch von Doing Gender. Man spricht davon, dass das Geschlecht gemacht wird. Von dieser Unterscheidung gehen wir erstmal aus. Das ist erstmal die Kernbasis der Feminismustheorie. So, auf Basis der biologischen Unterscheidung existieren nun also auch diese Gegensatzwörter Mann und Frau mit der Hierarchisierung und auch mit diesem Machtgefüge zwischen Mann und Frau. Das haben wir gerade mehrfach erklärt. Der Begriff Mann wird immer ein bisschen positiver besetzt, der Begriff Nicht-Mann eben nicht. Der wird klar negativ besetzt und das muss aus der biologischen Unterscheidung herauskommen. Denn ansonsten würde man nicht einfach Mann und Frau unterscheiden, wenn man sich nicht die Biologie und die Geschlechtsteile und die Anatomie herannehmen würde. Das ist der erste Punkt, um sich Judith Butlers Gedankengänge zu nähern, also Gender. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist die Dekonstruktion. Judith Butler war eine der wichtigsten Theoretikerinnen der diskursanalytischen Dekonstruktion. Dekonstruktion haben wir gerade schon kennengelernt. Wir wissen jetzt mittlerweile, worum es da geht. Erst die Destruktion, dann die Konstruktion. Und beides führt dann also dazu, dass Begriffe irgendwie aufgeweicht werden. Und Judith Butler hat nun diese Technik der Dekonstruktion auf die Geschlechterforschung angewendet und sich gefragt, was steckt eigentlich hinter den Begriffen Mann und Frau? Dabei entdeckt sie eben den Grund der Kategorisierung in der Biologie. Ist klar, habe ich gerade schon kurz erzählt, Englisch heißt das Sex. Das ist also die biologische Unterscheidung, aber eben nicht nur in der Biologie, sondern auch in der Sprache. Das ist dieser diskursanalytische Teil. Judith Butler ist eben auch Sprachwissenschaftlerin und sie geht eben da auch sprachwissenschaftlich heran. Und die Dekonstruktion ist ja auch keine reale Dekonstruktion von Menschen, sondern nur von diesen Begriffspaaren. Also das biologische Geschlecht ist für sie nur eine Bezeichnung in der Sprache. Das heißt, sie nutzt also die Dekonstruktion und zerlegt und analysiert erstmal die Begriffe Mann und Frau auf Basis ihrer biologischen Unterscheidbarkeit. Diese Erklärungsmuster führen dann sogar dazu, dass Judith Butler dieses biologische Geschlecht in der Form dekonstruiert, dass sie sagt, das biologische Geschlecht existiert gar nicht. Also auch das biologische Geschlecht, von dem wir ausgehen, wird im Alltag nur diskursiv konstruiert. Damit geht es so ein bisschen nach Michel Foucault, der eben diese Diskursanalyse gestartet hat. Und der Hintergrund dieser Diskursanalyse ist, es gibt keine soziale Wirklichkeit, sondern die Realität existiert nur durch die Diskurse der Menschen. Es gibt quasi gar nicht Mann und Frau, sondern das entsteht nur dadurch, indem wir diese Begriffe verwenden und nur dadurch, indem wir darüber sprechen. Es gibt also keine biologische Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Diese biologischen Tatsachen sind nach Judith Butler nur ein Vorwand, um eben diese Machtstrukturen aufzubauen. Selbst Biologie ist bei ihr nur eine sprachliche Konstruktion. Und der Körper hat auch gar keine materielle Prägung außerhalb von kultureller Form. Also rein die Kultur, rein das, was um die Menschen herum passiert, formt auch das Innenleben der Menschen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte erzählt, es gibt das soziale Geschlecht. Wir hatten die Dekonstruktion rein theoretisch und auch anhand der Beispiele verwendet. Und nun kommt Judith Butler und sagt einfach, jo, es gibt das soziale Geschlecht, aber es gibt gar kein biologisches Geschlecht. Das gibt es gar nicht. Das existiert nur quasi in unserer abstrakten, sprachlichen Realität.
Das ist eine sehr, sehr krasse These. Wir können das auch gleich noch mal ein bisschen besprechen. In späteren Werken weicht sie auch davon so ein bisschen ab. In späteren Werken, auch in diesem Interview, das ich da gelesen habe, sagt sie dann, dass der Körper schon eine materielle Form hat. Also ganz so krass wie am Anfang bleibt sie da im Laufe ihres Lebens nicht. Und so stark eingehen möchte ich jetzt darauf auch gar nicht, weil es langsam ziemlich abstrakt wird. Entscheidend ist aber eben, dass Judith Butler durch diese Dekonstruktion des biologischen Geschlechts eben auch die Begriffe Mann und Frau so verschiebt und quasi auch ein bisschen transzendiert, dass sie eine neue Bedeutung erlangen. Und man kann eben auch, so wie wir es eben auch schon bei Leben und Tod hatten, einen dritten Begriff finden. Nicht-binäre Personen. Wir haben über die Binarität gesprochen, über Mann und Frau. Und dadurch, dass wir diese sprachliche Unterscheidung auflösen, kann man sich eine dritte Personsform irgendwie vorstellen, nicht binär. Das kann dann natürlich alles Mögliche bedeuten, aber es zeigt schon mal, dass es eben nicht zu dieser binären Zweigeschlechtlichkeit dazugehört. Witzigerweise ist das ja auch wieder ein Beispiel in unserem Logikmuster, binär, nicht binär. Ja, so viel erstmal zu den Grundlagen von Judith Butler. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie das biologische Geschlecht komplett auflöst und generell auch die Materialität des Körpers komplett auflöst. Also die Menschen stiften nach Judith Butler ihre Identität nicht selber, sondern das kommt alles nur durch die äußerliche Prägung. Es gibt keine Biologie. Wie findest du das? Ja, ich persönlich stehe ja auf polarisierende Theorien, weil ich finde immer, dass die etwas zeigen. Also es ist ja eine extreme Herangehensweise, um einen Punkt klar zu machen. Und das finde ich eigentlich auch nicht so falsch. Also wir haben eine Biologie als Wissenschaft, klar ist die unabhängig, aber letztlich kategorisiert die Biologie auch viel. Ja, also benennt ganz viel, also arbeitet eben diese Unterschiede heraus. Dieser Vogel hat jetzt hier dieses blaue Muster, deswegen ist es eine andere Art. Oder ich bin unheimlich schlecht im Biologen. Wahrscheinlich hockt mir das jetzt ein Biologe gerade um die Ohren. Es gibt bestimmt quasi, und der Begriff Art ist sowieso besetzt, aber was ich damit meine, ist natürlich arbeiten wir eben Kategorien heraus, Begriffe, und setzen sie quasi dann fest. Und biologisch wird dann eben das Geschlecht, männlich oder weiblich, sozusagen festgesetzt durch die Herausarbeitung dieses Unterschieds. Aber dass wir biologisch mittlerweile wissen, dass ja auch, gibt ja verschiedene Geschlechtsformen noch. Also es gibt ja zum Beispiel auch Zwitter oder die Chromosomen, wir reduzieren das ja dann auf die Chromosomen XY quasi oder XX, was man messen kann. Aber es gibt ja auch noch da noch variantenreichere Formen. Das heißt, also selbst da wissen wir es rein theoretisch schon, dass es natürlich nicht nur binär ist. Und aber durch die Konstruktion dieser Begrifflichkeit wird es ja auch darauf geschossen. Also worauf ich da quasi sensibilisieren will, jeder Mensch ist ja einzigartig. Warum man jetzt sich genau auf das Chromosomenpaar XY festschießt, sozusagen als wichtiger Unterschied, ist ja auch selbst da nicht logisch. Nur weil man es kennt. Ja. Und aber man sieht ja, wie mächtig es ist, weil das ist ja jedem aus dem Biologieunterricht in Erinnerung. Aber welche anderen DNA-Stränge wir haben und was die bedeuten, ist jetzt nicht so der Fall, sag ich mal. Und deswegen kann ich das verstehen, dass sie da erstmal drauf geht, weil natürlich ist das, was die Genderforschung davor gemacht hat, enorm wichtig, dass man diese Connection zwischen Sex und Gender erstmal auflöst, um erstmal klar zu machen, dass das Gender, das wir verstehen, ist ein soziologisches Element. Und ist erstmal mit dem, kann unterschiedlich zum biologischen Sex sein. Das ist ja sozusagen erstmal ganz wichtig, um das eben, wie du meinst, das Beispiel, jemand hat jetzt einen Penis zum Beispiel oder eine Vulva und fühlt sich entsprechend aber vom Gender eben nicht als Mann oder Frau, sondern eben entgegengesetzt sozusagen. Was völlig in Ordnung ist, wenn ich Sex und Gender quasi auflöse als Determinismus sozusagen. Und dann aber nochmal ranzugehen und zu sagen, wo kommt jetzt eigentlich dieses soziologisch Starke her? Und dann eben die Theorie, ja, dieses Biologische ist eben dafür da, das Soziologische zu erhalten. Im Machtgefüge ist zwar erstmal eine steile These, zeigt aber, dass quasi dieses soziologische Machtgefüge immer eine Rechtfertigung braucht. Das hatten wir ja auch schon ganz oft. Ich muss das legitimieren, dass es jetzt hier einen Machtunterschied gibt. Und deswegen brauche ich dann quasi was vermeintlich Objektives,
Und das ist dann wieder dieser biologische Unterschied, sozusagen in Häkchen. Und dann da drauf zu gehen und sagen, Moment mal, ist das denn so klar? Kann ich eigentlich ziemlich gut nachvollziehen, um diesen Punkt auch zu machen, dass das ein Rechtfertigungsmechanismus hier ist. Anfangs war das Buch eben tatsächlich auch wirklich höchst umstritten und viele haben da auch wirklich mit knallharter Ablehnung reagiert. Und eigentlich, wenn ich darüber auch nachdenke, es kommt ja einer Revolution gleich, es kommt ja einer absoluten Umwälzung gleich, weil wenn man dann diesen Gedanken weiterspinnt, es gibt gar keine biologischen Geschlechter, dürfte man eben auch die Begriffe Mann und Frau gar nicht mehr in der Form verwenden, weil die Begriffe Mann und Frau sich immer wieder anhand dieser binären Zweigeschlechtlichkeit sich immer irgendwie starr halten an diesen Unterschieden. Und nach Judith Butler dürfte man dann gar nicht mehr darüber sprechen. Also würden diese einfachsten Schubladen, die von Anfang an ja existieren, wenn ein Kind geboren wird, ist die erste Frage, geht es dem Kind gut? Die zweite Frage, Junge oder Mädchen? Das ist die allererste Kategorisierung, die allererste Unterscheidung, die überhaupt bei Menschen vorgenommen wird. Und das würde wegfallen, diese Komplexitätsreduktion. Das ist schon eine sehr, sehr krasse, steile These. Und aber ja, rein sprachlich vor allem hat sie ja recht. Also gerade wir müssen die Begriffe oder immer wenn wir die Begriffe Mann und Frau verwenden, nutzen wir sie ja im Kontext des Machtgefüges. Also immer, egal wovon ich rede, auch wenn jetzt dein Beispiel eben gerade, ja, eine Person wird geboren mit einem Penis, fühlt sich dann aber als Frau, auch da nutzen wir dann ja den Begriff Frau und wollen dann trotzdem in unserem Kopf die Person diesen klaren weiblichen Erwartungsrahmen umstülpen. Und selbst das ist ja genau schon dieser Fehler, der dann passiert. Dadurch, dass man immer diese Begrifflichkeiten verwendet, nutzt man immer das Machtgefüge. Man verhält sich immer innerhalb dieser Planken. Und das finde ich dann schon stark, dass sie das versucht wirklich aufzulösen. Genau, das ist ja ihr Ding. Sie sagt, du wirst das nie rauskriegen, soziologisch, wenn du das nicht wegknallst, weil diese Connection ist einfach zu einfach sozusagen. Die Leute werden Sex und Gender immer wieder vermischen und dadurch das Gender sozusagen auch binär halten, was ja definitiv nicht der Fall ist. Wir haben ja Genau, viel richtig. komplexere Rollen, Identifikationen, sage ich mal, oder Identitätsformen. Und das wird dann immer ein Problem bleiben, weil du immer diese Binarität in dieser Begrifflichkeit und Richtig. Sprache beibehältst. Und Absolut das ist ja richtig. sogar aktuell noch ein Problem beim Gendern. Genau, ja. Da Aber mit Sternchen und innen und da sind alle gemeint, aber ja, da immer, alle sind gemeint. Aber in Wirklichkeit, also der Begriff an sich ist erstmal noch weiblich und männlich. Und dann natürlich Sternchen, aber der Rest ist dann im Sternchen sozusagen. Aber du hast dieses weiblich-männlich drin. Du hast es immer noch drin sozusagen, weil du es nicht wegkriegen kannst sprachlich. wobei man trotzdem auch kritisieren kann, dass es eine Entkörperung gibt. Also es gibt quasi eine Negierung der reinen Materialität. Also dass es eine Subjektbildung gibt, nur durch Außen, durch soziale Normen, durch Äußeres, durch Umwelteinflüsse. Das ist ja auch psychologisch, glaube ich, heutzutage widerlegt, oder? Also ist es nicht da so, dass es so ein bisschen beides gibt, dass eine Subjektbildung, eine Identitätsbildung durch beide Faktoren geschieht, einmal durch den Menschen an sich und aber auch durch Umwelteinflüsse? Ja, also das ist ja auch unser philosophisches Bild nach der Aufklärung sozusagen. Du hast quasi diese Dialektik, dass du als autonomer Mensch, also du willst ja autonom sein, du willst du selber quasi dein freier Wille, du willst dich selbst bestimmen können. Und es gibt aber die Gesellschaft auf der anderen Seite, die eben auch Einfluss hat auf dich und auf deine Identität. Anders geht's gar nicht. Du spiegelst dich ja daran, sonst kannst du gar nicht erkennen, wer du bist. Und diese Dialektik, diesen Kampf, den du da führst, Autonomie, also du willst autonom sein, aber du bist auch beziehungsangewiesen. Du bist auf die Gesellschaft angewiesen, auf andere Personen. Den löst du ja nicht auf. Und das ist aber auch Genau. das psychologische Element. Ich glaube, es ist auch beides. Dadurch entsteht quasi die Individualität. Dennoch ist quasi die Frage, wer ist wie mächtig? Richtig, ja, Und wie viel freien Willen haben wir da? Genau. irgendwie muss man ja trotzdem das Machtgefüge erklären. Und sie versucht ja eben auch gar nicht durch die Auflösung der Menschen, sondern rein sprachlich. Sie geht ja wirklich durch diese Dekonstruktion. Die Dekonstruktion ist wirklich eine rein sprachphilosophische Technik. Und von daher auch ich finde, das hat auf jeden Fall seine Bedeutung, was sie da gemacht hat. Und wir werden auch gleich noch sehen in der nächsten Folge, dass es eine sehr wichtige Bedeutung hat, gerade heutzutage für die Geschlechtsmodelle,
die es dann noch weitergibt. Die werde ich dann gleich noch ein bisschen vorstellen. An sich ist das ja auch ein super fairer Punkt, nur die Tiefe, da wären wir jetzt philosophisch sehr tief, ist dann quasi das wäre dann quasi der Ansatzpunkt der Philosophie, wo bist du da zuzuordnen? Aber du könntest ja sagen, Sprache findet zwischen den Menschen statt, also in der Gesellschaft. Das ist die Kommunikationsform. Und deswegen die Sprache aufzulösen, bist du auf der einen Seite. Jetzt gibt's quasi auch die philosophischen Strang, die sagen, du hast a priori Kategorien, du wirst quasi mit Verstand geboren. Es gibt gewisse Dinge, also sprachliche Grundlagen in Häkchen oder Logik, die du schon hattest. Ja. Und wie viel ist da von Anfang an oder gibt es da überhaupt was, diesen Widerstreit, den wirst du natürlich nicht auflösen können, aber deswegen ist es eigentlich ein fairer Punkt, auf die Sprache zu gehen, weil die ist ja eigentlich wirklich definitiv mal zwischen den Menschen. Ja. Genau, ja, und dann eben auch diesen Weg zu gehen und zu sagen, dass diese sprachliche Macht eben auch irgendwie das entscheidende Konstruktionsprinzip der Wirklichkeit darstellt. Finde ich es auch erstmal ein fairer Punkt, dass man wirklich sagt, die Sprache ist erstmal der entscheidende Faktor, weil durch die Sprache wird fast alles konstituiert. Dadurch wird dann eben auch dieses Machtgefüge konstituiert, indem wir immer wieder von diesen Begrifflichkeiten sprechen. Und die Begrifflichkeiten hast du ja auch am Anfang bei der Kraft der Unterscheidung erwähnt. Genau diesen Begrifflichkeiten wohnt eben diese Wertigkeit inne. Und sobald wir einen Begriff verwenden, der klar hierarchisiert und unterschieden wird von einem anderen Begriff, kann man eben auch Menschen automatisch diskriminieren. Genau, also ohne es zu wollen, weil das einfach gelernt ist und unreflektiert bleibt zum Beispiel. Also wenn man mal in sich geht und mal reinspürt, manchmal bin ich heute noch überrascht, wenn ich manchmal jetzt über einen Begriff nachdenke, weil meine kleine Tochter irgendwie einen Begriff lernt, dann fällt mir manchmal erst auf, wie der konstruiert sein könnte, wo der Genau, herkommen ja. könnte. Das fällt mir manchmal jetzt erst auf, ja, wo ich den Ja. schon ewig immer verwendet habe. Und da ist schon, denke ich, an sich was dran. Das ist halt Systemtheorie dann, ne? Richtig, ja. Also hört in euch hinein, versucht mal so ein bisschen durch den Alltag zu gehen mit offenen Augen und irgendwie auch einfach mal Begriffe zu hinterfragen. Ist das jetzt der richtige Begriff für den richtigen Zeitpunkt? Was kann dieser Begriff bedeuten? Und vor allem dann auch, wenn wir bei Judith Butler bleiben und auch bei dem Einführungszitat von Judith Butler, das ich genannt habe, kann man mit diesem Begriff Menschen verletzen? Und eigentlich verletzt man automatisch immer Menschen, wenn man die Begriffe Mann und Frau verwendet. Davon muss man einfach ausgehen, denn es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die sich dieser Binarität eben nicht zugehörig fühlen. Und auch ich finde das jetzt auch bei meiner Tochter sehr, sehr interessant. Sie hat irgendwann das Wort Mann gelernt. Und jetzt sitzen wir in der Straßenbahn und sie zeigt ständig auf Leute und sagt dann Mann. Und ich weiß nicht, ob ich zustimmen kann, weil ich weiß nicht, ob sich diese Person als Mann fühlt. Die Person schaut vielleicht augenscheinlich so aus, weil sie kurze Haare hat und einen Bart hat. Aber nicht mal das. Das sind eben genau diese biologischen Merkmale, die Judith Butler ja dekonstruiert. Also ich kann ihr nicht mit Garantie, mit vollständiger Wahrheit sagen, ob das ein Mann ist oder was überhaupt ein Mann ist, kann ich ihr gar nicht erklären. Hast du quasi für dich schon aufgelöst dann, ne? Also Genau. die Unterscheidung wird für dich jetzt trivial, um dann nochmal zu dem Bildschirm zurückzukommen. Es wird jetzt plötzlich alles wieder grau. Die Unterscheidung wird trivial. Sie ist nicht mehr stechend, also sie erzeugt nicht mehr die Aussage wahr oder falsch. Also wenn jetzt deine Tochter sagt, das ist ein Mann, kannst du nicht mehr wahr oder falsch zuordnen. Anhand jetzt von biologischen Merkmalen. Deswegen ist Mann und Frau, das ist ja das, was Judith Butler sagt, biologisch gesehen irrelevant. Weil es geht Genau. eben um das Gender und nicht um das Sex. Genau. Genau. Gut, also wir kommen gleich nochmal zu einem ganz, ganz netten Beispiel aus Star Trek. Also bleibt noch kurz dran. Ich will nur nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten am Anfang die Kraft durch die Unterscheidung. Da hattest du das Beispiel schon genannt mit Leben und Tod, mit den Gegensatzpaaren, mit Mann und Nicht-Mann, mit wahr und Nicht-wahr. Da haben wir die Dekonstruktion von Derrida vorgestellt. Durch Destruktion und Konstruktion werden also Begriffspaare so ein bisschen aufgeweicht, die starre Hierarchie wird ein bisschen abgeschwächt. Und Judith Butler nutzt eben genau diese Technik, um das biologische Geschlecht zu dekonstruieren. So, und bei Star Trek, also ein ganz, ganz kurzer Ausflug nochmal zu Star Trek. Wir hatten ja in der letzten Doppelfolge auch schon Star Wars rezitiert, deswegen dachte ich, das passt jetzt ganz gut. Und ja. Gerade bei Star Trek gibt es durchaus sehr, sehr beachtlichen philosophischen Input. Das muss man sich wirklich mal anschauen. Gerade im Vergleich zu Star Wars ist da einiges drin in einigen Folgen. Und in der Serie The Next Generation, also die zweite große Serie mit Patrick Stewart als Jean-Luc Picard,
Staffel 3, Folge 16. Habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben, falls ihr die Folge zufällig mal sehen wollt. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es gibt in dieser Serie einen Androiden namens Data und der erschafft, weil er Lust darauf hat, ein neues Lebewesen, auch einen Androiden. So, und dann gibt es eine äußerst bemerkenswerte Szene, in welcher dieser neue Android mit zwei Leuten einfach durch einen Gang geht und er unterhält sich eben mit diesen beiden Leuten, die sind irgendwie Teil der Crew. Und da wird ihm dann erzählt, da wird ihm eröffnet, dass sie jetzt in einen Raum gehen, wo er sich ein Geschlecht wählen muss zwischen Mann und Frau. Also er muss da reingehen und muss sich entscheiden, bin ich jetzt ein Mann oder eine Frau? Und ich dachte mir, warum? Warum zur Hölle muss er sich das jetzt zwanghaft aussuchen? Also eigentlich ist Star Trek relativ progressiv. Die hatten auch die ersten Frauen in Hauptdarstellerinnenpositionen. Sie hatten auch die ersten People of Color Leute in ihrer Schauspielerinnenriege und so. Also eigentlich ist Star Trek relativ progressiv. Aber dieses Beispiel erklärt irgendwie den Zeitgeist damals. Das war in den 80er Jahren wunderbar, denn der Android kann nicht einfach divers sein oder nicht binär oder ungeschlechtlich. Er muss ja gar nicht mal Geschlecht überhaupt haben. Er ist ja ein Roboter. Nein, er muss sich diese Rolle aussuchen. Und dann sagt doch noch eine Frau zu ihm, davon hängt ab, wie andere dich auf diesem Schiff behandeln. Und ich dachte mir, wow, das ist ja, das ist Feminismus-Theorie und Judith Butler in Reinform. Und das passt einfach wunderbar zu dieser Abgrenzung und auch zu dieser Dekonstruktion des biologischen Geschlechts. Er hat gar kein biologisches Geschlecht, muss sich aber aus sozialen Gründen eins aussuchen. Genau, also das ist ja der springende Punkt. Er hat ja definitiv mal kein biologisches Geschlecht, weil er kein Mensch ist. Genau. Er wird ja aber dann quasi vermenschlicht, also er wird ein menschlicher Roboter, nehme ich an. Und Android, dadurch, ja. dass Android oder dadurch, dass er quasi vermenschlicht ist, oder wahrscheinlich ist er genauso klug wie ein Mensch oder so, muss er dann sich an die menschlichen sozialen Normen anpassen Genau. und deswegen muss er ein Geschlecht wählen. Krass. Weil das quasi soziologisch notwendig ist. Genau. Furchtbar, dachte ich mir. Das ist wirklich, wirklich heftig. Wobei man überlegen Schönes könnte, ob es Beispiel. quasi nicht vielleicht dann, das wäre dann natürlich nochmal um die Ecke, trotzdem eine Kritik ist. Weil dir ist es ja jetzt ja quasi als Zuschauer aufgefallen, also so eine Art Kunstform, das nochmal vor Augen zu führen, die Absurdität quasi unserer Gesellschaft, ein Gender wählen zu müssen, das Mann oder Frau ist, eben diese zu zeigen, dass divers Option keine Wahl, darstellt. keine Option darstellen würde. Kann ich mir sogar vorstellen. Kann ich mir sogar vorstellen. So wie ich Star Trek kennengelernt habe, kann ich mir sogar vorstellen. Da sitzen sehr, sehr clevere Drehbuchautorinnen dahinter. Und das kann ich mir sogar vorstellen, dass das mit diesem Hintergedanken eingeführt wurde, ja. Ja, das wäre dann natürlich, wäre nicht künstlerisch eigentlich auch gewisserweise Stark, wertvoll. ja. Ja. Also, falls ihr mal Zeit habt, ich glaube, die Szene kommt auch gleich innerhalb der ersten Viertelstunde. Also, es geht relativ zügig, bis ihr bei diesem Punkt angelangt seid. Gut, ja, danke schön dafür, dass ihr schon mal zugehört habt. Das war jetzt sehr theoretisch, sehr abstrakt, sehr philosophisch, erkenntnistheoretisch. Wir versprechen, die nächsten beiden Folgen werden wieder ein bisschen griffiger, aber diese Grundlagen müssen wir immer erstmal legen. Und das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Aspekt dieses Podcasts, dass wir wirklich in die tiefe Philosophie versuchen hineinzugehen. Genau, und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Also uns macht das eben auch Spaß, deswegen machen wir das auch gerne und hoffen, dass wir da vielleicht nicht übers Ziel hinausschießen. Aber ich denke, das sind auch Grundlagen, die man immer wieder nehmen kann. Insofern ist es vielleicht nur nicht für diese Folge, sondern vielleicht generell sinnvoll. Und in diesem Sinne, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.